WP Naturwissenschaften. Was ist das? WP Naturwissenschaften setzt sich zusammen aus den Fächern Biologie, Chemie, Physik. Der Schwerpunkt liegt bei uns jedoch im Fachbereich Biologie und Chemie. So, was lernt Ihr Kind in dem WPNW-Kurs? In diesem Walfischkurs lernt Ihr Kind die Grundtechniken wissenschaftlichen Arbeiten kennen, wie zum Beispiel Vorgänge beobachten, mikroskopieren oder mit dem Brenner zu arbeiten. Es lernt Experimente durchzuführen, zu protokollieren und auszuwerten. Es bekommt dadurch einen tieferen Einblick in naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge und lernt die Bedeutung der Naturwissenschaften für gesellschaftliche und technische Fortschritte kennen. Die Naturwissenschaft bildet darüber hinaus eine Grundlage von vielen Berufen. Themen. Dies wird an vielen vielfältigen Themen erlernt. Große Inhaltsfelder in WP Naturwissenschaften sind unter anderem Boden, Recycling, Farben, unsere Haut, unsere Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion, Kleidung und zum Beispiel Medikamente und Gesundheit. Ihr Kind sollte unbedingt WPNW wählen, wenn es schon immer den Wunsch hatte, Dingen auf den Grund zu gehen und zu hinterfragen, wenn es Interesse an Naturwissenschaften hat und zum Beispiel bereits alle möglichen Experimentierkästen ausprobiert hat, wenn es Freude daran hat, Experimente zu planen, sorgfältig durchzuführen und zu dokumentieren. Wenn Ihr Kind dann auch noch bereit ist, Arbeitsergebnisse in Texten, Tabellen, Grafiken und Diagrammen festzuhalten, ist es in diesem Kurs genau richtig. Vielen Dank. Bonjour, je m'appelle Madame Bergen. Guten Tag, ich bin Frau Bergen und ich möchte Ihnen und Euch das Wahlpflichtfach Französisch vorstellen. Sie und Ihre Kinder stellen sich vielleicht die Frage, warum sollte man gerade Französisch wählen? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Die französische Sprache bringt viele Vorteile mit sich. Zunächst wird Französisch in unseren Nachbarländern Frankreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz sowie in 32 weiteren Ländern weltweit gesprochen. Es ist eine der wichtigsten Sprachen in der Europäischen Union. Zudem ist Frankreich einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Und seit dem Élysée-Vertrag von 1963 pflegt Deutschland und da besonders NRW eine intensive freundschaftliche Beziehung zu Frankreich. Wenn man also neben Englisch auch die französische Sprache beherrscht, kann man seine Berufschancen immens verbessern und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Mögliche Berufsbereiche sind da zum Beispiel Tourismus, Verwaltung oder auch die Arbeit in französischen Unternehmen. Französisch und Englisch sind mit Deutsch zusammen also eine unschlagbare Kombination. Eine weitere wichtige Frage ist, wer sich für Französisch entscheiden sollte. Wer Französisch wählt, sollte Interesse für die französische Sprache und Kultur mitbringen und natürlich auch Freude daran haben, eine Fremdsprache zu sprechen. Eine gewisse Sprachbegabung ist sicher von Vorteil. Wir bieten unseren Schülern nämlich durch eine Vielfalt an Aktivitäten die Möglichkeit, dieses Interesse und die Freude am Sprechen auszuleben. Hierzu zählen beispielsweise der Tagesausflug nach Lüttich in Belgien oder der Ausflug nach Aachen zur Cinéfête, wo die Schüler einen französischen Film im Original sehen können. Oder das France Mobile, das zu unserer Schule kommt und den Schülern die französische Kultur näher bringt. Zum Schluss haben wir auch noch das Angebot einer Brieffreundschaft zu Schülern verschiedener französischer Schulen sowie das Angebot eines Schüleraustausches mit der Partnerstadt Plancouët in der Bretagne. Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Au revoir et à bientôt. Auf Wiedersehen und bis bald. Goedemorgen en hartelijk welkom allemaal. Ik ben meneer Maywald. Guten Morgen und herzlich willkommen zusammen. Ich bin Herr Maywald. Ich möchte das Fach Niederländisch im WP-Band einmal kurz vorstellen und als allererstes klären, für wen das Fach Niederländisch eine gute Wahl darstellt. Die Sprache Niederländisch bietet natürlich eine sprachliche Nähe zum Deutschen, Englischen und auch Französischen und ist daher als Einsteigersprache, als weiterführende Fremdsprache erstmal eine gute Wahl. Ein weiterer Vorteil der niederländischen Sprache ist die geografische Nähe. Viele Kinder oder auch Erwachsene können berichten, dass sie schon einen Urlaub in den Niederlanden gemacht haben oder dort zum Einkaufen mal kurz rüberfahren. Und dadurch gibt es sehr viele Begegnungssituationen, die wir mit der niederländischen Sprache und der niederländischen Kultur verbinden
Und diese ermöglichen es den Schülern, sich im Unterricht auch besser einbringen und auch einfühlen zu können. Das Niederländische hat damit den Vorteil, dass es eine der Sprachen ist, die wir nach unserer Schulzeit, sowohl nach der 10. Klasse als auch zuvor, immer wieder in unserem normalen Alltag üben und ausprobieren können. Auch nach der Schulzeit bleibt Niederländisch eine weiterhin interessante Sprache, da viele in vielen Berufsfeldern und auch viele Betriebe tatsächlich Partnerschaften mit niederländischen Betrieben haben oder auch Kundschaft im jeweils anderen Land haben. Wir konzentrieren uns deshalb auch im Fach Niederländisch darauf, dass wir möglichst viele Inhalte an Begegnungssituationen knüpfen, wodurch wir Themen wie aus Essen gehen, einkaufen gehen, sich kennenlernen, Film und Fernsehen im Unterricht behandeln. Auch aktuell problematische Themen in der Niederlande werden im Unterricht aufgegriffen. Darüber hinaus machen wir im Fach Niederländisch auch einen Tagesausflug und eine 5-Tagesfahrt nach Wassenaar in die Niederlande. Sollte Ihr Kind sich für das Fach Niederländisch interessieren, so ist es wichtig, dass es vor allen Dingen ein großes Interesse am Sprechen hat, am Sprechen und sich austauschen mit anderen. Auch das Schreiben von Texten, Briefen und so weiter sollte kein Hindernis für Ihr Kind darstellen. Ebenso das Präsentieren vor der Klasse oder auch kulturelle Unterschiede kennenzulernen und andere Kulturen zu respektieren und zu akzeptieren. Hallo, mein Name ist Jan Benz. Ich bin einer von 5 Technikkollegen, welche sich auf beide Standorte verteilen. Beide Standorte sind bei uns gleich ausgestattet und der Unterricht wird in selber Form durchgeführt. Wir werden uns in den verschiedenen Jahrgängen mit den Materialien Holz, Metall, Kunststoff auseinandersetzen. Wir werden uns mit dem technischen Zeichnen auseinandersetzen und mal schauen, wie Steuern und Regeln so funktioniert in unserer digitalen Gesellschaft. Ein Großteil des Unterrichts besteht natürlich aus Theorielernen. Erstmal eine Wissensbasis schaffen, was da überhaupt wie sein muss, um Technik anzuwenden. Wenn es zeitlich möglich ist, wird auch versucht, eine praktische Arbeit anzufertigen. Ganz wichtiges Thema für den Technikunterricht ist eben das gemeinsame Lernen und eben auch das Unterstützen bei schwierigen Arbeiten oder Lernprozessen. In den Unterricht grundsätzlich mit eingebunden werden wirtschaftliche Themen, Geld, Berufsleben und so weiter. Ansonsten sicherer Arbeitsplatz, Fertigungsprozesse, Energie und Informations- und Kommunikationstechnologie werden ebenso grundlegend behandelt. Würde uns freuen, wenn ihr euch für unser Fach entscheidet. Es wird auf jeden Fall sehr viel sein. Das Fach Wirtschaftslehre ist in die Fächer Technik und Hauswirtschaft integriert. Wir bearbeiten angelehnt an die Fächer Technik und Hauswirtschaft 3 Schwerpunkte. Zum ersten das Wirtschaften im privaten Haushalt, also welche Grundbedürfnisse haben wir und wie ist unser Konsumverhalten. Als zweites gucken wir uns das Wirtschaften von Unternehmen an, beispielsweise Produktion und Konsum. Der dritte Schwerpunkt handelt von Vorsorge und Lebensplanung, der die Zukunft von Arbeit und Beruf widerspiegelt. Das Fach Hauswirtschaft gliedert sich in viele kleine Teilbereiche. Zum einen die Organisation, darunter fällt die Arbeitsplatzgestaltung, Arbeiten im Team, die Hygiene, Arbeitsplatzhygiene, Reinigung, persönliche Hygiene, Gerätekunde, Nahrungszubereitung wie Kochen und Backen und die Ernährung und Gesundheit.